Ja, herzlich willkommen zum dritten Termin in unserer Advanced Macroeconomics Veranstaltung. Heute geht es jetzt darum, dass wir aufbauen auf den Kernelementen, die wir in der letzten Einheit kennengelernt haben, die wir ja benötigt haben, um die einzelnen Elemente von einem Wachstumsmodell zu benennen und sozusagen die empirischen Counterparts für jedes einzelne dieser Elemente zu identifizieren. Und heute soll es darum gehen, dass wir uns mal anschauen, aus was so ein Wachstumsmodell eigentlich aufgebaut ist. Also welche Elemente bestehen da? Für jedes Teil dieser, aus dem ein Wachstumsmodell besteht, wenn wir uns sozusagen ein Submodell oder mehrere Submodelle anschauen, die wir dann in der nächsten Einheit zu einem vollumfänglichen Wachstumsmodell sozusagen zusammenpuzzeln werden. Jetzt in dem Fall insofern angenehm, dass viel von der Arbeit, die wir jetzt in dieser Einheit leisten werden, wird es uns erlauben, in der nächsten Einheit dann sehr schnell voranzugehen und relativ schnell mehrere verschiedene Wachstumsmodelle kennenzulernen, weil unterschiedliche Wachstumsmodelle häufig dadurch gekennzeichnet sind, dass sie einige dieser Teile hier auf eine andere Art und Weise kombinieren. Ja? Und dabei mag Ihnen das eine oder andere jetzt vielleicht relativ simplistisch erscheinen. Klar, das hier sind sozusagen die Grundbausteine. Aber wenn man erstmal den Kern dieser Bausteine verstanden hat, ist es gar nicht so schwer, die noch ein bisschen komplexer zu gestalten und dadurch die Annahmen hier und da auch nochmal deutlich realistischer zu machen. Hier ist der Outline, der für heute ansteht. Wir fangen an mit ein paar Vorbemerkungen bezüglich der Unterscheidung zwischen Beschreibung und Erklärung und wir führen dieses Konzept der Schließung von Modellen ein. Wir geben dann einen Überblick darüber, welche Elemente eigentlich Teil von Wachstumsmodellen sind. Das erste Element, was wir uns dann genauer im Detail anschauen werden, ist eine Betrachtung des Produktionssektors, wo wir auch dieses Konzept der Social Accounting Matrix einführen werden. Deswegen ist das auch der mit Abstand längste Teil heute, weil das einfach der umfangreichste Teil ist. Danach schauen wir uns Modelle für den Arbeitsmarkt an. Das geht relativ zügig. Und wir schließen dann ab mit Modellen für den Haushaltssektor, wo es insbesondere darum geht, wie sich Haushalte zwischen Konsum und Investitionen entscheiden. Hier werden wir nochmal auch einen kleinen optionalen Teil haben. Da geht es nämlich darum, dass wir Optimierungsprobleme mithilfe der Lagrange-Methode lösen. Und für manche von Ihnen wird das absolut Common Sense sein. Die werden es schon in ihrem Bachelor oder in Veranstaltungen vorher gemacht haben. Für die ist es total unproblematisch. Für alle anderen, die es damit noch nicht so auskennen, werde ich auch noch ein optionales Video hochladen, wo wir die einzelnen Ergebnisse hier nochmal gemeinsam herleiten. Und dann schließen wir mit einer Zusammenfassung des Ganzen und einem Ausblick, wie wir das dann in der nächsten Stunde zusammenfassen oder zusammenbringen werden. Gerade in der letzten Einheit haben wir ja relativ viel Energie darauf verwendet, uns Konzepte anzueignen, mit denen wir Ökonomien beschreiben können. Die ganzen Konzepte wie Profitrate, Höhe des Konsums, Gesamtproduktion etc. waren ja dafür gedacht, dass wir die Größen in unserem Modell gut verstehen und wissen, wo wir Daten für diese Elemente bekommen können und wie wir dann unser Modell mit diesen Daten vergleichen können. Es ging aber nicht darum, wirklich konkrete Aussagen zu treffen, warum sich diese Dinge ändern, sondern eher darum zu erfahren, wie sich diese Dinge in der Wirklichkeit verändert haben. Ja, also was Sie jetzt gut machen können ist, Sie können sich jetzt diese Daten von Moodle runterladen und können sich zum Beispiel angucken, okay, wie verändern sich die funktionale Einkommensverteilung über die Zeit in unterschiedlichen Ländern. Das heißt, das können Sie sehr gut beschreiben. Und das ist für das Bauen von Modellen total zentral, weil erst dadurch, dass wir quasi unser Zielsystem beschreiben, wissen wir ja sozusagen, was wir in unser Modell aufnehmen müssen und welche Patterns wir mit dem Modell reproduzieren wollen, beziehungsweise welche Größen wir eigentlich wie vorhersagen wollen. Jetzt wollen wir aber einen Schritt weitergehen. Wir wollen nicht nur beschreiben, wir wollen erklären. Das heißt, wir wollen diesen Schritt sozusagen diese Veränderungen, die wir empirisch beobachten, tatsächlich in unser Modell überführen und in unserem Modell dann Mechanismen formulieren, die diese Patterns erklären können. Und das ist natürlich ein Schritt weiter. Beim ersten geht es darum, Daten herunterzuladen, zu visualisieren, darzustellen. Schon schwierig genug. Jetzt geht es darum, sozusagen Mechanismen in einem Modell zu formulieren, die Veränderungen in diesen Variablen
replizieren und damit auch erklären können. Wobei jetzt hier auch wieder der Hinweis auf die erste Veranstaltung zur Wissenschaftstheorie mit erklären können wir unterschiedliche Sachen meinen. Aber hier geht es jetzt in erster Linie darum, sozusagen die Mechanismen zu explizieren, die der Veränderung dieser Variablen zugrunde liegen. Dabei ist es wichtig zu unterscheiden zwischen den exogenen und endogenen Variablen in einem Modell. Ein Modell hat in der Regel viele Variablen. Bei Wachstumsmodellen ist das immer irgendwas mit Wachstum, Produktion, Profitrate, oder Lohnquote etc. Manche von diesen Variablen sind exogen. Das heißt, alle Änderungen oder alle Variationen von diesen Variablen ist sozusagen exogen durch sie hereingegeben. Und andere Variablen sind endogen. Das sind die Variablen, die sich aufgrund der Mechanismen, die sie in das Modell eingebaut haben, verändern. Und daraus können Sie schon ableiten, es sind die Variationen in den endogenen Variablen, die wir erklären, nicht die in den exogenen Variablen. Die Variationen in den exogenen Variablen führen wir von außen zu, die in den endogenen erklären wir. Beispiel, eine exogene Variable sei jetzt mal die Sparquote und eine endogene Variable wäre der Wachstum des Kapitalstocks und der Konsum. Wenn wir jetzt unser Modell verwenden wollen und uns fragen wollen, was ist die Veränderung oder was ist der Effekt der Sparquote auf den Wachstum des Kapitalstocks und den Konsum, dann verändern wir die Sparquote exogen. Also wir machen das selbst, wir erklären nicht, warum die sich ändert, sondern wir machen das exogen. Und aufgrund der Modellmechanismen können wir dann Aussagen darüber treffen, welche Implikationen das in Bezug auf den Konsum und den Kapitalstock haben. Das heißt, es ist nicht per se schlecht, dass manche Variablen exogen sind. Im Gegenteil, wir brauchen auch exogene Variablen, um überhaupt Veränderungen in den endogenen Variablen erklären zu können und um unser Modell überhaupt in unserem Sinne verwenden zu können. Der Clou ist jetzt, je mehr wir erklären wollen, je mehr Variablen, desto komplexer muss unser Modell werden. Denn für jede endogene Variable, die wir in unserem Modell haben, müssen wir auch eine Modellgleichung formulieren. Bedeutet, wenn wir die Veränderung von sehr vielen endogenen Variablen erklären wollen, dann müssen wir auch sehr viele Gleichungen in unser Modell einbauen. Das führt natürlich zu einem gewissen Trade-off, wie wir das jetzt auch in der ersten Veranstaltung der Wissenschaftstheorie schon mitbekommen haben, weil natürlich mehr Gleichungen bedeutet, mehr Komplexität, schwierigere Verifizierung des Modells. Deswegen ist es auch sinnvoll, erstmal mit einem einfachen Modell anzufangen, vielleicht nicht gleich alle Variablen, die wir erklären wollen, als endogen zu betrachten, sondern erstmal einige als exogen zu betrachten, dieses Modell ausreichend zu verifizieren und zu verstehen und dann im nächsten Schritt immer mehr Variablen endogenisieren, indem wir zusätzliche Modellgleichungen in unser Modell aufnehmen und diese Variablen dann damit eben erklären können. Wir starten jetzt einfach mal mit den Klassikern in dem Sinne, dass wir die Variablen als endogen betrachten, die tatsächlich in den meisten Wachstumsmodellen im Zentrum des Interesses stehen. Das ist zum einen das Wachstum des Kapitalstocks oder der Kapitalstock als Ganze, das ist die Profitrate, das ist der Reallohn und das ist der Konsum. Ja, das sind sozusagen die Kernvariablen, die man verstehen möchte, wenn man Wachstum über die Zeit und zwischen Ländern verstehen möchte. Das sind die endogenen Variablen. Die möchten wir jetzt erstmal erklären, indem wir ihre Reaktion auf die Variation von exogenen Variablen bzw. ihre endogene Dynamik betrachten wollen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte aber noch mehr Variablen drin haben, ja, kein Problem. Wachstumsmodelle sind über die Zeit immer komplexer geworden. Wenn Sie sich jetzt heute mal ein aktuelles Ökonomie-Paper angucken, da sind natürlich noch mehrere Variablen endogen. Da geht es auch viel um technologischen Wandel, Bevölkerungsgrößen etc. Und der einzige Preis sozusagen, den Sie dafür bezahlen, sind dann eben die größere Anzahl von Modellgleichungen und die dadurch entsprechende wachsende Unsicherheit darüber, wie das Modell möglicherweise funktioniert beziehungsweise wie Sie es validieren können. Das heißt, wir starten jetzt erstmal mit diesen vier endogenen Variablen, aber ich sage es Ihnen schon, damit legen wir auch den Grundstück, dann uns einfacher, komplexere Modelle aneignen zu können. Wenn wir jetzt sagen, wir starten jetzt mal mit diesen vier Gleichungen, mit diesen vier Variablen, dann impliziert die Logik des bisher Gesagten, dass wir vier Gleichungen brauchen. Ja? Wo nehmen wir die her? Zwei Gleichungen haben wir schon, die ergeben sich mehr oder weniger aus den Accounting-Identitäten, die wir in der letzten Einheit hergeleitet haben.
ist zum einen die Gleichung für den Lohn, der ja quasi als Residuen der Gesamtproduktion minus dem, was an die Kapitalisten geht, also die Kapitalintensität mal der Bruttoprofitrate. Das heißt, der Lohn ist das, was dann übrig bleibt. Das heißt, hier diesen Zusammenhang, den haben wir schon entsprechend formuliert. Den zweiten Zusammenhang, den wir schon formuliert haben, der bezieht sich auf den Konsum, nämlich dass der Konsum quasi die Residualgröße ist, wenn wir von der Gesamtproduktion hier abziehen, was alles verwendet wird, um den Kapitalstock zu erhalten und zu erhöhen, also zu erhöhen, hier der Ausbau des Kapitalstocks und hier den Erhalten, also Ausgleichen für die Abschreibung des Kapitalstocks und hier wieder die Kapitalintensität. Ja, und das, was alle Mittel, die nicht dafür verwendet werden, die werden eben für den Konsum verwendet. Diese Variable oder diese Gleichungen sind tatsächlich relativ unproblematisch, sind relativ unkontrovers und sie finden sich in sehr oder eigentlich fast allen Wachstumsmodellen auch relativ unabhängig davon, welchen Paradigmen diese Wachstumsmodelle zuzuschreiben sind. Es sind aber erst zwei Gleichungen. Also selbst für das minimale Wachstumsmodell braucht man noch zwei mehr. Und hier wird es jetzt dann langsam spannend, denn die Gleichungen, die darauf aufbauen, die sind dann in der Regel relativ stark paradigmenabhängig. Das heißt, es unterscheidet sich dann sehr stark, ob sie eine postkeynesianische oder eine neoklassische oder eine evolutorische Wachstumstheorie formulieren. Wir müssen aber diese zusätzlichen Gleichungen in jedem Fall machen. Wir brauchen nämlich diese vier Gleichungen. Und das, was wir jetzt machen, das nennt man das Schließen des Modells. Ja? Das ist nämlich das Hinzufügen so vieler Gleichungen, dass das Modell geschlossen ist, also dass es funktioniert, ja? Dass die Anzahl der endogenen Variablen gleich der Anzahl der Modellgleichungen sind. Und da gibt es immer viel Debatten darüber, wie man ein Modell schließt. Ja? Also das ist dann relativ häufig so, dass man sich in der Forschungscommunity über einige Zusammenhänge, insbesondere wie jetzt zum Beispiel die hier, relativ einig ist. Man debattiert dann, wie schließt man das Modell? Ja? Was sind sozusagen die letzten Puzzlestücke darüber, dass man ausreichend viele Modellgleichungen bekommt. Auch eine schöne Sache ist, die relativ ähnlich über viele Wachstumsmodelle ist, um jetzt diese zusätzlichen Gleichungen zusammenzubekommen, betrachten wir nochmal unterschiedliche Bereiche in der Ökonomie. Ja. Das sind drei Bereiche, die eigentlich in jedem Wachstumsmodell drin sind und die wir uns jetzt hier auch als erstes anschauen werden. Ihr werdet dann später sehen, dass es Bereiche gibt, die in diesen Wachstumsmodellen noch nicht enthalten sind, wie zum Beispiel der Finanzmarkt, die werden dann in komplexeren Wachstumsmodellen hinzugefügt. Da geht es dann darum, dass natürlich mehr endogene Variablen dazukommen, aber eben auch mehr Modellgleichungen. Okay, also schauen wir uns mal diese drei Bereiche an. Die theoretischen Überlegungen in jedem dieser Bereichen führen dazu, dass wir da eben entsprechende Modellgleichungen entwickeln können und dann insgesamt auf unsere Anzahl von den vier benötigten Gleichungen kommen. Der erste Teil ist der Firmensektor, beziehungsweise der Sektor, wo es um die Produktion geht. Hier modelliert man den Entscheidungsprozess der Firmen, wie viel produziert wird, beziehungsweise überhaupt den Produktionsprozess in der Volkswirtschaft. Der zweite Teil ist der Haushaltssektor. Da geht es darum, wie sich die Haushalte entscheiden, was von ihrem Einkommen sie konsumieren und was sie sparen wollen. Das ist die zentrale Frage in diesem Bereich und da werden wir uns eben auch mit den Entscheidungsproblemen dieser Akteure beschäftigen und wie man diese Entscheidungsprobleme am besten modelliert. Da gibt es zum Beispiel große Unterschiede zwischen den Paradigmen, ob man das jetzt zum Beispiel als intertemporale Nutzenmaximierung machen soll, ob man das als Heuristik in Simulationsmodellen machen soll, etc. Also da ist die Debatte schon viel größer als hier in dem Firmensektor, wo es auch große Unterschiede gibt, aber nicht so große wie hier in dem Haushaltssektor. Und der dritte Teil ist dann der Arbeitsmarkt. Da geht es darum, dass sich Haushalte dafür entscheiden, wie viel sie arbeiten wollen, also wie hoch das Arbeitsangebot ist, und Firmen entscheiden, wie viele Haushalte sie einstellen wollen und welchen Lohn sie diesen Haushalten zahlen wollen. Und dann gibt es natürlich die Wechselwirkungen zwischen diesen Sektoren, und die Betrachtung dieser drei Sektoren führt eben zum Aufstellung von vier Modellgleichungen und dementsprechend auch zu einem vollständigen Wachstumsmodell. Und damit wollen wir jetzt dann auch starten.